heute gerade die Instagram-Story schon abgesetzt, die obligatorische. Ja, ich habe mich jetzt die letzten Tage nicht mehr gemeldet. Ich hätte heute eigentlich ein Video raushauen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Und das geht direkt weiter im Schema. Und zwar sind wir jetzt in Österreich. Ja. Und heute war Anreise. Denn nächste Woche ist ja dann soweit der Österreich-Triathlon. Trizel. Und mal gucken, ich setze mich mal vielleicht raus hier. Trizel dann nächste Woche. Und da sind wir jetzt quasi ja, schon eineinhalb Wochen vorher da. Ein bisschen Tapering. Genau, und jetzt gerade so ein abends so einen kleinen Evening Run, Erkundungsrun gemacht durch den Ort. Wir sind hier in Bruck, das ist bei Zell am See. Zell am See wird auch dann der Triathlon sein. Und Bruck ist hier so ein ganz chilliger Nachbarort. Und dann ja, gerade mal locker so, ja, was waren es jetzt, 25 Minuten locker gelaufen. Kennt das vielleicht das Gefühl, wenn du den ganzen Tag so anfahrt, richtig bescheidene Muskeltonus. Alles, die ganzen Muskeln irgendwie brach so, eklig. Und dann abends aber trotzdem nochmal raus so und dann fühlt es sich zwar nicht jetzt so geil an, so muskulär, aber es hat richtig Bock so und ja. Jetzt geht es gleich zur Pizzeria und genau, ich werde mal jetzt die nächsten Tage das immer so ein bisschen versuchen, immer mal die Kamera mitzunehmen. Und genau. Ganz kurze Anmerkung noch zu letzter Woche. Ich hatte ja dann spontan den Corpus Triathlon doch nicht mitgemacht, letzten Samstag. Weil, und ja, das gehört halt auch dazu, wenn ich hier so quasi mal so ein bisschen was raushaue, ist halt auch so ein bisschen immer die Sache mit dem Training. Ich hatte jetzt wirklich wochenlang wirklich super Training, keine Wehwehchen. Leider habe ich es aber beim, wann war das, beim Zeitfahren, vor zwei Wochen knapp, habe ich es dooferweise beim Antreten, also quasi beim Start, hatte ich das große Kettenblatt aufgelegt und merke schon beim Antritt, oh, der linke Beuger zwickt da auf einmal. Habe ich dann aber nicht weiter gemerkt und dann hatte ich es aber doch letzte Woche schon immer mal wieder zwicken gemerkt so und dann dachte ich mir, ah, bist du lieber vernünftig und machst den kleinen Tritt dann halt nicht mit so, obwohl ich halt mega Bock gehabt hätte. Und deswegen, wer mich da auf Strava verfolgt, war da auch letzte Woche nichts zu sehen. Glaube ich zumindest, dass da nichts war. Deswegen war da so ein paar Tage Ruhe rangelassen und zumindest jetzt beim Laufen habe ich nichts gemerkt. Also das ist schon mal sehr geil. Und dann werde ich mal jetzt locker einsteigen. Wie Jan Wolfgarten, Schwimmcoach, ja auch meinte, cool bleiben jetzt. Die Form wird schon so schnell nicht weg sein. Also jetzt geht's zum Pizzamann, duschen vorher noch und okay, also bis dann.